Das gelbe Feuer. Ja. Aber irgendwie macht er. Das Lager vom Ei. Das gelbe Feuer. Außerdem ist er leise, oder? Sehr, sehr leise. Sehr, sehr leise heute. Ich glaube, ich nehme die Ecke hier erstmal weg und dann schauen wir weiter. Moin Moin Chris. Alle kleben nur, hast du gesagt? Okay. So, wir müssen jetzt was noch schauen.
Encore ici. Oh, ça le. Voilà. Le tir, pas il sera. Vous venez. Ah, là, il sera. J'en ai le tir. Oh, oui, on va voir. Il est fini, ok. Pour le tir, il sera. Das Mikro ist heute sehr leise, oder? Wenn ich in OBS reinschaue, sehr, sehr leise irgendwie. Obwohl ich nichts geändert habe, also seit gestern. Es ist komisch, es ist einfach komisch. So, ich schau mal. Mal schauen, wie weit hoch muss. Das ist ja auch noch. Schauen.
Ja, klar. Einfach den Treffer hin. Das auf jeder Seite, wie ich. So. Die Seite so weit, so okay. Mavi Flaumab, das hat er gestern auch zitiert. Hast du natürlich Flaumab eben mitgefügt in der Map? Im Bus war das, genau. Aber Marv hat gerade keine Ahnung, was ich hier tue. Ich will eigentlich, dass es von allen Seiten gleich aussieht, aber ich glaube, das schaffe ich nicht. Stunden, mein Gott. Hat 95 Stunden, mein Gott. Fische. Was? Oh, Fischer?
Bon, je suis là. Et de toute façon, on va incendier, ok? Ah, c'est pas le même par exemple, là. About 10,004. Est-ce que tu fais ou non? Pas peur. Das ist ein bisschen blöd in dem Spiel, dass man hier keine geraden Flächen hat am Anfang. Muss ich echt alles zusammenbauen, das ist total bekloppt. Schöner wäre es, wenn man irgendwo eine ganz gerade Fläche hätte. Zum Beispiel Minecraft Kreativ. Kreativmodus hat aber Minecraft eine ganz gerade Fläche am Anfang. Kann dann darauf aufbauen, auch hier. Man darauf angewiesen, irgendwie alles selbst zusammenzubauen. Teilweise dann doch sehr nervig.
Vraiment. Génial. Yep. Ben j'ai rien. Ah, pardon. Gut. Vraiment. Je vais venir passer le tournoi avec. Voilà, c'est bien. C'est comme la grille. Enfin. Je sais que je suis. How it's done. Excellent. I'm sorry.
Outside. Kurze Pause. Dann fangen wir damit auch mal sie an, würde ich vorschlagen. Ist das hier kurz eines steht? Gar kein. Ja, es muss einiges getan werden. So viel steht fest. So, dann mache ich eine kurze Pause, 4 Stunden ungefähr. Und dann geht's weiter mit Omelie. So, stehen. Welche Map machen wir denn? Ich weiß noch nicht. So, dann bis gleich.
Talk. Hallo. Hallo. Guten Tag. Hallo. Einmal normal, bitte. Fährt aber schlecht. Thank you.
Guten Tag. Hallo. Ein Fahrschein bitte. Kaufen. So. Moin Moin, wie geht's, wie steht's? Bahn. Das war jetzt ein bisschen viel gewesen, wa? Ein Fahrschein bitte. Bitte schön. Boah, fällt der Scheiße. Ja, aber das funktioniert dieser mit dem Bus. Hier vor wieder kommt, dass ich wieder neu installieren muss alles. Jetzt kommt. Das wäre jetzt echt bescheuert, wenn ich das jetzt bauen würde und der dann die Kasse wieder rauswirft. Den Bus mache ich auf jeden Fall nach dem Stream. Die Map machen wir gleich. 6:20 so ungefähr. Aber den Bus,
Bus mache ich jetzt während den Livestreams nicht. Dann kratzt mir wieder die Kasse ab und dann kann ich wieder nicht fahren. Nee. Das mache ich nicht. Das ist gefährlich. Was haben wir letztes Mal gemacht, hat nicht funktioniert. Weil ich dann nach dem Livestream. Oh. Eine Fahrkarte bitte. Alle Fische weg. Dankeschön. Bitte schön. Ich hätte gerne eine Tageskarte. Okay. Danke. Bitte. Was? Du bist weg? Nein, die Map mache ich ja. Die Map machen wir gleich. Aber wie gesagt, mit dem Bus ist, nicht, dass mir das wieder alles abschmiert. Oh, alle Fische weg, unglaublich. Sei froh, dass ich nicht mehr. Na, sind wir heute wieder Michael Schumacher, ja? Ja, du hast alle. Dann warst du zu viel. Ich habe alleine gemacht. Die Nachricht kommt ja nur, wenn man alleine macht. Hier mit dem Restaurant. Wenn man alleine spielt, dann vom Restaurant, ansonsten hier die Jäger. Mal normal, bitte. Ja, dann erklär mir, warum es beim letzten Mal nicht klappte. Dankeschön. Das ist ja, wie gesagt, im Livestream ist mir das zu gefährlich. Das ist zu gefährlich. Dann kann ich wieder keinen Umsicht, aber ich brauche wieder 4 Stunden, um Umsicht zu reparieren. Das ist mir für den Stream dann doch eindeutig zu lang. Ja, wir können ja alle im Stream danach dabei, Computer beobachten, wie er das kopiert. Würde er gerne machen, aber. Ich weiß auch nicht, wann es da vorne die Kasse dann rausgeworfen hat. Keine Ahnung. Das weiß ich. Das, hey, warum liegt der denn hier? Warum liegt denn hier ein Traktor rum? Map war schuld, okay? Keine Ahnung, was du das sagst, ich habe keine Ahnung, woran ich lag. Irgendwas hat da jemand nicht verarbeiten können und dann wirft er die Kasse raus und dann war's das. Kasse halt. Alles andere funktioniert. Ich hätte ja fahren können, ohne Probleme. Wenn ich die Kasse nicht angeklickt hätte. Dann hätte ich ja fahren können. Aber sobald ich die Kasse angeklickt habe, war es vorbei. Ging nichts. Er hat das Kassensystem nicht geschnallt. Da fand ich Euro drin gehabt und er hatte D-Mark und das hat er irgendwie nicht arbeiten können. Ich habe keine Ahnung. Oh, wir sind voll, darum geht nicht. Aber ich mache auch nur bis 8, bis 17 Uhr heute. Ich muss gleich noch was machen unbedingt. Ich weiß noch nicht, wie lange ich mache heute, schauen wir mal. Machen wir nur bis 18 Uhr, das ist ja klar, aber ob ich dann nur 17 Uhr aufhöre, ich weiß noch. Abflug.
Ja, dann machen wir dein Map gleich noch und dann schauen wir mal. Was lag denn am Vehikel? Kann ja nicht anders sein, als gewinnen werden. Warum sollte eine Szenerieobjekt die Kasse springen? Das wäre unlogisch. Das muss an dem Vehikel gelegen haben, dass da irgendwas Kasse nicht richtig eingestellt war oder wie auch immer, keine Ahnung. Obwohl ich dann, ich überschreibe es ja nur nicht. Also, das ist ja das Komische. Und wenn ich das überschrieben hätte, würde ich ja sagen, okay, daran kann es gelegen haben, aber. Du schreibst ja nicht mehr, ich packe ja nur die neuen Dateien drauf. Die alten entferne ich ja gar nicht. Ich will auch gerne machen, nur während des Livestreams ist mir das nicht so gefährlich. Weil ich jetzt noch 2 Stunden Livestream machen möchte. Wenn der jetzt abspielen würde, könnte ich kein Umsehen mehr machen. Moin Moin, Lord Bommel. Ein Orgel 2 Spieler, natürlich. Was denn sonst? Warum, wieso, weshalb? Und wie geht's, wie steht's, wie war dein Tag, Lord Bommel 87? So, wir sind in der ersten Runde angekommen. Dem ist aufgestanden, okay? Dann, guten Morgen. Ich hoffe, Sie haben gut geruht. So, wo fahren wir denn als nächstes hin? Als nächstes fahren wir wieder zurück, ne? Ja, wir fahren jetzt immer hin und her, okay. Gut. An den Umlauf 1. Eigentlich muss ich umwechseln, oder? Hat das gemacht. 14:20 Uhr ist halt. Sollen wir den Fahrplan wechseln im Moment? Also ja, es ist unterschiedlich. Manchmal, also man kann schon, wenn man sehr lange Omsi macht, mit 3-4 Leuten rechnen, die dabei sind, also. Aber man muss natürlich dann auch lange, sehr lange streamen, bis dann welche kommen, also es geht. 15 Uhr irgendwas, hallo? 15. Es geht eigentlich. Man muss nur sehr lange Streams machen, dann hat man eigentlich normalerweise Zuschauer. Wenn man natürlich nur eine halbe Stunde spielt oder so, dann wahrscheinlich eher weniger. Hallo. Guten Tag. Einmal normal, bitte. Aber wenn man so 3-4 Stunden irgendwie streamt, dann geht das eigentlich. Eine Fahrkarte bitte. Wenn wir natürlich nur wegen einem Zuschauer streamen. Einen normalen Fahrschein bitte. Wir haben einen Facelift 053. Ich glaube KFL ist das. Danke. Bitte. Ja, hier. So, 3 Minuten, dann mache ich die Uhr wieder ein bisschen vor.
Aber dich habe ich auch noch nicht. Habe ich auch noch nie um die zwei spielen sehen, glaube ich. Also. Entweder du bist neu bei Twitch oder fängst gerade neu an zu streamen. Weil ich meine, dein Nickname kommt mir gerade überhaupt gar nicht bekannt vor, oder doch? Glaube nicht. Aber ich habe wieder verdrängt, kann natürlich auch sein. Ja, die Modifikation davon halten. In den Bus. Eine Fahrkarte bitte. Eine Fahrkarte bitte. Bitte schön. Okay, HS2, okay. Ja, HS2 spiele ich im Stream zum Beispiel sehr selten. Bis gar nicht eigentlich. Ich hab mal einmal, glaube ich, ATS gemacht, aber sonst, eher selten. Aber da kommen auch nicht so viele, oder? Bei ATS, ich glaube, da kriegt man auch nicht mehr so viele Leute. Die Zeiten sind vorbei. Hallo. Ja. Ich hätte gerne eine normale Fahrkarte. Hätte ich auch gerne. Danke. Bitte. Eine Kurzstrecke, bitte. Bitte. Bitte, danke. Bitte schön freigeben, dankeschön. Aber der Bus hat so eine leichte Macke, wie man sieht. Immer, die wollen permanent ihm aufsteigen, also. So einen leichten Bug hat dieser Bus. Oder es liegt an der Map, keine Ahnung. Auf jeden Fall sehr, sehr komisch. Boah, was ist das denn jetzt hier? Aber wenn Zuschauer ist, fühle ich mich auch überhaupt gar nicht. Es ist schön, wenn welche da sind, freut man sich. Aber ich streame auch, wenn über Stunden hinweg dann kein Mensch kommt, also. Ist natürlich schöner, wenn was los ist im Bett. Weil man was zu tun hat noch nebenbei, aber ändern kann ich ja sowieso nicht. Ob wer kommt oder nicht. Ja, beste Beispiel Chris. Und diese Tür ist. Ich drücke die sofort wieder weg. Hör ich doch. Schöne Macke haben die doch. Veröffentlichen doch mal, Chris. Wieder mal was.
Party, wo es nur so veröffentlicht mit deinen Sounds. Hallo. Jo. Ich hätte gern eine Tageskarte. Ich auch gerne. Ich danke. Doch schneller fertig geworden als ich dachte. Ich dachte, die würde bis 20 nachgehen. Man ja doch von 16 Uhr ungefähr. 16.10 Uhr seine Map fahren. Ich dachte echt, der wird ja länger dauern, aber. Aber ich bin wohl geirrt. Da fahren wir schon gegen 16.10 Uhr seine Map. Aber fahren Sie mal vernünftig hier. Nein, fahr ich nicht. Außerdem höre ich nur auf Anweisung von meinem Chef. Und moin moin, Silver Quest 91. Wie geht's, wie steht's? Wir führen. Einmal normal, bitte. Wieder Berlin, Maps, okay. Aber gab's da nicht neu mal irgendwas Berlin, Spandau neu oder so, wie die hieß? Natürlich ist das schade, aber ist die Frage, ob sich die Maps gelohnt haben oder nicht. Wenn natürlich nur Touren sind von 10 Minuten, ich glaube, dann lohnt sich das dann einfach nicht für die Mapbauer. Da haben sie mehr Arbeit, das alles hochzuladen, als dass man dann am Ende fährt. Und dann sagen die sich, nö, danke. Wenn mir das nicht gelohnt, okay, ich hab. Wenn das Surfer mehr Kontakte. Sind wir alle Maps, okay? Das ist natürlich dann echt blöd. Aber die meisten wollen sich halt nicht der Kritik aussetzen, so. Was so manchmal abgelassen wird. Haben die meisten dann keine Lust drauf und dann lassen sie es einfach. Mein Gott, wir haben noch Ruhe heute. Eine kaputte Ampel. Ja. Die Ampel wurde wohl nicht programmiert, wie man das sieht. Wurde nicht grün. Die anderen sind gefahren und wir standen da noch. Er fährt aber schlecht. Ich weiß.
Okay, ich weiß, alle Maps sind, wenn man wirklich real macht, eine Google Map und so weiter, das ist eine Heidenware. Aber ich bekomme noch nicht mehr, eine Fiktive hin, also von daher. Mein Editor will das nicht. Arbeitest du mit letzten immer noch an irgendwas aktuell oder hast du das wieder beendet? Ist das erstmal fertig? Oder macht er gerade noch was gemeinsam? Ich denke, aber welche realen Macht, da kann man deine Google Maps ausmessen und so weiter der Straßen richtig nacharbeiten. Das kann man schon mit Google Maps tun. Nicht schlecht. Dankeschön. Weil der Straßenlänge ist nicht das Problem, wie ich gemerkt habe. Das Problem ist dann, da die Linien zu legen. Das ist das. Die Linien kriegt man nicht gelegt, weil Omsi da meckert im Editor, man kann die Linien eine nicht Tageskarte, bitte. Abschließen. Das ist das Bescheuerte daran. Dankeschön. Er sagte Error, keine Verbindung und dann war's das. Aber bis die Nacht losging. Wenn Omsi sagt, er will nicht, dann will er nicht. Eben nicht, macht er ja nicht. Vielleicht der Stellnummer 50, ne? Überhaupt nicht. Überhaupt nicht. Nicht mal ansatzweise. Als er meine 100 Meter lange Straße verlegt, dann eine Kreuzung dran und dann nochmal 100 Meter dran lachen macht, du wirst deinen Spaß bekommen. Das funktioniert nicht in Ordnung, das geht nicht. Dann wird er dir 100 Euro vorlegen. Wo das einfachste der Welt ist. Das ist ja das Schöne. So, Omsi. Hallo. Hallo. Ja, du legst aber keinen eigenen Strafen. Das ist ja, da sind halt die Sachen.
Du machst ja keine eigene Straßenschnitt, sondern du machst ja nur lange Linien verlegen auf fertige Straßen. Ja, natürlich klar, dass das funktioniert. Aber bauen wir eine eigene Straße mit 100 Metern, dann nochmal 200 Metern, machen eine Kreuzung dran, dann nochmal 100 Meter, nochmal 200 Meter dran und dann versuch dann mal eine Linie zu legen. Da wirst du dann Spaß bekommen. Nächstens fahre ich wieder Auto. Weil das geht nicht mehr. Wenn man natürlich auf fertigen Maps eine Straße Linie legt, das ist natürlich nicht das Problem. Aber man muss ja auch eigene Straßen überlegen, eigene Strecken machen. Bitte Tür freigeben, dankeschön. Hallo? Was macht ihr da? Ja, du bist noch raus, ich weiß. Der Blaue wird auch noch raus. Was macht ihr? Das kann ich dir nicht sagen. Da macht ja keiner mehr. Es gibt ja seit Monaten keine neuen Maps mehr, von daher. Wie es andere hinbekommt, dann waren es einfach andere Dateien, die sie benutzt haben. Also es gibt ja seit Monaten keine neuen Maps mehr wirklich, also. Ich weiß nicht genau, warum die keine neuen mehr. Muss ich hier hin? Keine Ahnung. Davon. Da sind wir da, ja. Bitte Gepäck und Wertsachen liegen lassen. Dankeschön. So, dann machen wir noch deine Map und dann mache ich, glaube ich, Feierabend für heute. Dann mache ich morgen lieber weiter, weil heute ist eh. Ich kann noch was tun, damit ich bis 18 Uhr fertig bin. Ich nehme dann nach Schluss, so, mache ich aber ein paar Tage. So, das einmal zeigen. So, einmal Fensteraufnahme, machen wir das. So. 78 nördlich eingenommen. 8,8 Kilometer gefahren. Fahrgast 93. Fahrverkauf 100. Insgesamt 98, okay. So, 793 haben wir eingenommen, Geizbonus 47, Rangbonus 100%, 793. 47,2, 11 Euro Sprit, 1622 Euro Einnahmen. Okay, gut. So, jetzt packe ich eben deine Map drauf und dann fahren wir die noch eine Runde. Ja, wo ist er denn? Da ist er. Ne, Vehikel packe ich auch nicht mehr drauf, ne? Lass ich das hat schon jetzt noch nicht funktioniert. Ohne Vehikel, ich mache jetzt nur die Maps und so weiter und dann ist. Dann hole ich eben mit der Radio-Hofdatei noch raus. Weil die brauche ich ja wahrscheinlich. Dann. Weiter. Don't die.
Mein Gott, kann doch gar nicht sein, was ist denn alles reingepackt? Die Dateien brauchen wir doch gar nicht alle. Was ist denn alles reingepackt? Das dauert ja länger als hier Lemmental zu entpacken. Wie groß ist die Datei? Hat 775 MB, was ist denn da reingepackt für 10 Minuten? Was ist denn? Kann ja nicht. Die ist ja größer als Lemmental und Lemmental ist ja schon riesig. 2 GB, ja, ist klar. Ist klar. Na gut, auf meinen hab ich 98% davon habe ich wahrscheinlich schon. Alles wird gebraucht, mein Gott. 2 GB, ey. Allein Dämmental hat ja nur 1,5 oder so gehabt. Wenn ich mich richtig erinnere. Und Dämmental geht ja relativ lang. Halbe Stunde, 40 Minuten. Eieiei. Ei, ei. Aber okay. Warten wir mal ab, wie es wird. Noch 900, noch 800. Noch 800 MB. Immer noch 800. Du wolltest. Ich wollte die Dateien haben, die du brauchst für die Map und nicht Nein, die überspringen wir, das braucht, da macht es nicht. Packen wir jetzt nichts Neues drauf, Junge. Endlich. Benutzt du irgendwelche Hamburg-Dateien oder sowas? Irgendwelche Payware-Dateien? Das könnte natürlich auch sein, dass daran liegt, dass das mir darum abschmiert. Weil du dann irgendwelche Dateien benutzt, die dir Ja, aber das ist das Problem. Darum wird mir auch gleich wieder abschmieren. Weil wenn ich das nämlich starte und ich aber die Grundversion nicht habe, dass du in Hamburg-Dateien reinpackst und er aber OMSI erkennt, ich habe Hamburg nicht, dann schmiert mir OMSI ab. Darum schmiert es mir wahrscheinlich ab. Daran willst du liegen. Ich starte mal OMSI. Es wird dann wahrscheinlich abschmieren, wahrscheinlich hast du dann da irgendwelche Dateien. Ich weiß auch nicht, wie viel er mir nur draufgepackt hat, keine Ahnung. Ich habe jetzt übersprungen gemacht. Habe jetzt nicht drauf geachtet, wie viel da jetzt neu waren, aber egal. Alles Freeware-Sachen, okay? Dann weiß auch nicht. Dann spuren wir trotzdem mal aus. Bist du denn? Grundorf Test? Nein, geht Grundorf kann es auch nicht sein, hä? Grundorf Test und Gate Grundorf kann es doch nicht sein. Heißt die Map denn? Grundorf Chris. Achso, aber die Datei muss ich eben rüberziehen, sonst. Okay. Grundorf. Habe ich Grundorf freigeschaltet? Achso, habe ich schon freigeschaltet. Darum geht es. Okay. Neue Linie. Welche Linie machen wir denn? Welche Linie?
75 im Grundlauf, okay. Ja gut, er will jetzt an der Nordspitze anfangen, aber ist ja egal. Machen wir die Rücktour auch noch. Da kann ich mir gar nicht aussuchen, wo ich anfange. Das ist gerade wieder blöd, weil wegen Prüfungsfahrt. Aber wenn M-Night die aufschreiben, die fahren soll heute, dann schreibt sie ihm besser jetzt noch eine E-Mail, also. Weil ich weiß nicht, ob er die noch downloadet, wenn du dem jetzt gerade gleich erst sagst, er soll die fahren, dann wird er sich wieder freuen, wenn er die jetzt runterladen muss. Ich würde ihm jetzt schon den Link per E-Mail schicken, ihm dann schreiben, er hat E-Mail bekommen, dann kann er das noch machen. Und den Bus genauso. Da schauen wir mal, ob die Map funktioniert. Ohne dass er mir jetzt die Kasse rauswirft. Okay, das funktioniert. McDonald's. Achso, jetzt habe ich. Ich hoffe, ich habe die Hofdetails drin. Ja, ich glaube, das ist immer noch die falsche Hofdatei. Wie viele Linien gibt's in der Hofdatei normalerweise? Ja, aber das sieht er erst, wenn er online kommt in Twitch. Es geht ja darum, dass er das schon vorher macht und nicht erst während des Streams. Ich habe die falsche Hofdatei drin, oder? Ich habe nämlich nur zwei Linien. Oder ist das richtig? Also Ibis sagt, es gibt hier nur die 76, das war nicht falsch. Ich muss nochmal aus Omni raus. Die richtige Hofdatei anklicken. Moment. Karte nochmal neu. Bist du denn? Wo ist sie denn? 79 Grundorf, nee, nicht Grundorf, Grundorf Christmas. Von den Fehler, ist da. Grundorf Hof, genau, die muss ich nehmen, so. Moin Moin Jan, HDLP, YouTube. Du kannst dir den Link auch per Twitch schreiben und dann eben sagen, du hast per Twitch eine private Nachricht, kannst du natürlich auch machen. Das ist ja egal, aber das, dass er das vorher weiß. Wie geht's, wie steht's? Wie du eben die Links fixst, ist ja egal. Nur halt vorher. So, jetzt müssen wir aber laden, langsam.
Okay. So, das ist die richtige Hofdatei. Wunderbar. Ach Gott, wie geht das Ding denn? Was ist denn für ein Bus hier? Linie von hier. 0, 9. Route, ich hab keine Ahnung. Route 01 war falsch. Das. Kann die 79 von Nordspitze nach Grundorf. Aber 01, eigentlich müsste 01 richtig sein. Oder nicht? Also laut Ebensliste von AOD müsste 01 richtig sein, macht er aber nicht. Also 01 macht er schon, macht er dann 444. Macht er auch nicht. Irgendeine Idee, woran es liegt? Die Hofdatei stimmt auf jeden Fall, das ist die richtige Hofdatei, die ich ausgewählt habe, das habe ich kontrolliert. Oder funktioniert die Hofdatei nur bei einem bestimmten Bus oder wie? Oder was oder wo? Oder bei einem bestimmten Ebensystem, nur funktioniert aber bei diesem Ebensystem nicht die Hofdatei. Müssen wir auf Antworten warten, das bringt jetzt nichts. Müssen wir auf Antwort warten. Moin Moin, Mr. Conduis. Werden wir denn eine Antwort bekommen? Man weiß es nicht. Dumm die Dei. Ja, 079 war richtig. Ich habe die Hofdatei ja rauskopiert. Ich habe die richtige Hofdatei angeklickt. Er zeigt mir ja auch alles an, habe ich doch eben gesagt. Erklärt mir ja auch hier in Ibis, wenn ich auf Ibis Code klicke, die richtigen Codes an. Das sind insgesamt 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Codes sind das. Und laut Ibis AOD ist der 079-01 von Nordspitze nach Grundorf. Ziel 444. Aber die macht er ja nicht. Ich habe alles rüber kopiert. Habe ich alles gemacht? Das würde ich jetzt ja nicht sehen. Spielen, ne? Sonst würde ich die Hofdatei ja im Spiel nicht benennen können. Wenn ich das nicht gemacht hätte. Aber er macht die nicht. Macht sie nicht. Kann das eingeben, vielleicht nur 9 Lippen. Weiß es nicht, keine Ahnung. Thema 90 muss aber auch falsch sein, kann ich. Kann ich richtig sein. Nö. Ein NL, okay. Fahren wir ein NL.
Machen wir den weg. So, wir haben noch was in den Bändern, glaube ich. Oh, ja, weiter, ne? Das müsste eigentlich gehen. Oh mein Gott, jetzt müssen wir. Gut, müssen wir aus dem raus, das hat so keinen Sinn. Muss ich die ganzen Dateien mal einmal rüber kopieren, weil er sonst nicht. Er steht, was er tun soll. Hier noch mit rein, so. Überfangen. So, jetzt nochmal, machen wir eine neu starten. Funktioniert ja wieder perfekt. Und nur auf 79. Muss ich noch einpacken, die 530 packen. Darum mache ich sowas nicht per Livestream, weil es einfach keinen Sinn hat. Es brauchen wir wieder Jahre, diese Hofdatei irgendwo zu finden. Den richtigen Booster packen. Das ist bekloppt. Darum mache ich sowas nicht per Livestream. Das hat einfach keinen Sinn. Das macht sie einfach nicht. Und wenn ich jetzt hier erstmal stundenlang den E-Mail suchen muss und das funktioniert, dann. So, letzter Versuch. Dann sonst mache ich das wirklich ohne. Sonst fahre ich ohne. Ibis ist mir dann auch egal. Weil ich werde jetzt hier nicht noch 10 Minuten lang versuchen, da irgendwas zu retten. Das hat keinen Sinn. Das mache ich dann in Ruhe demnächst. Nicht im Livestream. Moin Moin, wie geht's dir stets? Nick and Sam, lange nicht gesehen. Und wenn er meine Kasse jetzt wieder rausgeworfen wird, wette mit dir um alles. So, starten. Nö, der erkennt deine Hofdatei nicht, das tut mir leid. Aber er erkennt deine Hofdatei einfach nicht. Er erkennt die einfach nicht. Das ist doof, aber kann ich nicht ändern. Kann ich jetzt nochmal manuell hier eingeben, aber ich glaube nicht, dass das viel Sinn macht. Müsste irgendwie Facelift Chris heißen wollen. Wer ist denn der Bus? Oh Mann, MB irgendwas. Oh, die Hofdatei müsste doch hier drin sein. Hallo? Der ist natürlich hier schlau, weil er nicht doch da ist. So? Letzter Versuch. Kann ich einen Rang geben? Was? Einfach Ausrufezeichen Fische eingeben. Dann Ausrufezeichen
Ausrufezeichen Büsche. Dann liest wieder einen Rang. So, jetzt starten wir noch einmal diese Map von Chris. Versuchen wir noch einmal unser Glück. Ich frage mich, warum ich überhaupt rede. Ich frage mich, die Leute im Stream auf Standbild ist. Hallo? Ich soll nicht so, dass ich gerade seit 5 Minuten sage, dass wir gerade eine Map reinladen. Aber wie gesagt, ihr macht das nicht nochmal mit Maps reinladen, so als wenn der Lime Steve da bringt, aber dieser bringt einfach gar nichts. Allein bis die Map mal funktioniert und läuft, sieht man ja, das dauert schon. Wir sind für eine Viertelstunde dran, allein die Map zu installieren, also. Das hat für ein Livestream einfach keinen Sinn. Darum sage ich dir, mach das bei M-Night nicht, weil M-Night wird dir sagen, er macht das. Das hat einfach keinen Sinn. Weil man kommt ja nicht vorwärts hier. Da haut er noch 10 Fehler rein und dann kann man keinen Overseer mehr spielen. Das ist, der bekloppt ist das. So, letzter Versuch jetzt hier. 79, Nordspitze 30, genau. So, letzter Versuch. Er macht das jetzt oder macht das jetzt? Aber was war das jetzt denn? 79, ne? Geht nicht. Ein Hofleiter ist kaputt. Das tut mir leid, aber habe ich jetzt auch keine Lust drauf. Darum habe ich jetzt auch keine Lust. Wir schauen uns jetzt die Map einfach an und dann war es das. Darum habe ich jetzt echt keine Lust. Weiß nicht, warum dein Hofleiter nicht funktioniert, keine Ahnung. Aber es funktioniert hier mit. So viel stellen wir fest. Da machen wir 79 noch eingeben nach Grundorf Ort. Aber Grundhof Ort kann ich auch nicht eingeben hier, also pfff. Das Bauernhof kann ich eingeben oder Lernfeld oder so. Auf Ort, das gibt's aber auch gar nicht. You have a skin, ja? Yeah? Yes, I have. Bei der Fähnchen ist es was, no. Oh ne, das ist der nicht. Wo stehen wir in Nordspitze? So, letzter Versuch. Das müssen wir wirklich, ich weiß nicht. Das müssen wir einmal ohne alles fahren, ich habe keine Ahnung. Weil die hat ja alles funktioniert gehabt. Ich konnte ja fahren vor 2 Wochen oder so. Bis mir dann das Spiel abgespürt ist. Also. Jetzt geht's nicht. Jetzt nimmt sie die Hofdatei nicht mehr. Keine Ahnung, woran es liegt. Ich kann dir nur sagen, es funktioniert nicht. Mehr kann ich dir nicht sagen. Warum es nicht funktioniert, keine Ahnung. So, letzter Versuch. Dann fahren wir einfach ohne alles. Selbst dein eigener Bus funktioniert, die Hubdatei nicht. Also, tut mir leid. Wir fahren jetzt einfach so einmal Leerfahrt. Selbst dein eigener Bus gerade, Chris, wenn du richtig siehst. Und selbst da funktioniert es nicht. Ist natürlich die Wurfdatei ausgewählt, ist alles richtig. Also woran es liegt, ich weiß es nicht. Das müsstest du schauen.
Das kann ich dir gar nicht sagen, warum er das nicht. I have a Scania, yes. Ja, wenn ich aber wieder alles ersetze, dann haut er mir wieder alles kaputt. Was? Gang eigentlich, achso. Das ist dein eigener Bus, deinem eigenen Bus auch nicht die Hochschule. Also, Moment. Der gibt kein Schild hier. Doch, da. Das. Da. Hä? Und was soll man das? Soll man dieses Schild jetzt da sagen? Hä? Wo müssen wir hier lang? Hä? Hört mich. Yes, I have a Scania. Ja, wenn ich jetzt überschreibe, dann haut er mir die Kasse wieder kaputt. 77, 79, findest du so alles nicht. Geht das denn wieder? Ja, mit der Kasse bestimmt ist jetzt. Ja gut, wir machen noch mal eine Sache, Moment. Ja, Jan, was soll ich mit einem Moderator, der nie da ist? Das ist doch Quatsch, ist das doch. Ich brauche keinen Offline-Moderator. Dann brauche ich Moderatoren, die auch da sind. Und wenn nur einmal. Alles gehen wir vorne, okay. Ich vertraue dir jetzt einmal und ich packe jetzt alles. Ich überschreibe jetzt alles, was ich habe. Es wird zwar mein Untergang sein, aber ich mache es. Ich gehe so lange irgendwas trinken, er überschreibt das Ganze jetzt und wir sehen uns gleich wieder oder der Computer ist Akku stürzt. Oder so ähnlich. Bis gleich.
Mein Gott, ey. Ich hab grad offensichtlich grad irgendwie ein Timetable, bla bla bla, ich hab keine Ahnung. Egal. Wer fährt Flug? Flug? Wer fährt? Ui, sogar mit Geräuschen. So, Motor muss ich anmachen. Nee. An raus, Motor an. Eieieiei, aber warum muss man. Aber wir sind ja schon nicht sehr links. Der Pfeil muss noch geändert werden hier. Rechts bin ich gerade gefahren, rechts war falsch. Nein, wir fahren richtig. Wir sind, Route 79 ist richtig. Ist richtig. Alles gut. Wir fahren die 79 nach. Grundorf oder so. Ist alles, fast alles. Das hat AOD so ausgesucht. Nico ist jetzt an. Und danke nochmal für Folgen. Also für zweite Folgen. Falsch hier, das ist doch die falsche Seite. Hä? Hä? Geht ja wieder gut an. Bin der falsch rum oder nicht? So drehen hier. Geht's. Falsch rum, ne? Also das krasse, hast du das Gebäude auf den Kopf gestellt oder wie? Anscheinend. Oh Gott, ist so kalt. Hallo. Wir sind hallo. Losgefahren. Einmal eine Kurzstrecke bitte. Danke. Bitte. Hier verliert man sich ja ein Fahrschein, bitte. Telefon. Einmal die Kurzstrecke. Du hast eine früher, ja, genau, dann hier rumfahren, ja. Hab ich auch vermerkt, danke. So, wo jetzt? Aber das Gebäude oben ist falsch rum, da steht die Schrift steht falsch rum. Da steht IWO. IWO steht da, nicht OBI. Boah, es ist kalt hier, ja. Im Kühlschrank. Einmal normal, bitte. Danke. Bitte. Guten Tag. Okay, hallo. Dummi da. Ja, irgendwie ist irgendwie aber auch aufgeschmiert, oder? Also. Jemand mit deiner Karte ist nicht korrekt. Der hat irgendwie die Zeit jetzt rausgeschmissen.
Ich habe gerade keine Zeit mehr. Hallo. Weil er hat eine Kurzstrecke, bitte. Er hat ein Error-Zeitproblem. Kein Timetable mehr vorhanden. Also wir fahren gerade zeitlos sozusagen. Dankeschön. Aber der Bus hat dieselben Backe. Ich dachte auch über Haltewund, aber wo gar kein Haltewund ist. Nächste Haltestelle, Elsterplatz. Aber wir haben jetzt endlich Haltestellen ansagen, weil Chris seine Map. Hallo. 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 Einen normalen Fahrschein, bitte. Danke. Bitte. Eine Tageskarte, bitte. Ich glaube, da haben sie mir zu viel rausgegeben. Also ja. Warum gibt es keine Busse mehr, wo die Türen hinten automatisch wieder zugehen? Das ist ein Begriff, das doch mit den Türen. Ja, und die Tür da hinten auch zuzumachen. Das gibt doch immer keinen Bus mehr, oder? Das ist halt immer noch bei modernen Bussen so, dass man die Tür hinten alleine wieder extra zumachen muss. Oh, wo sind denn die Leute hier? Das wurde anscheinend bearbeitet hier. Hier laufen keine Permanent mehr und keine Leute mehr rüber. Aber wir haben 6 genug Verfehlung mittlerweile, ist auch schön. Das hält sich oder was? Alte Spiele im. Wollt ihr jetzt mit oder nicht? Menschen, die da drüber laufen, okay? Oder was meinst du gerade? Aber die Ampelphase ist selber auch extrem lang hier, also. Hallo? Gehen hier. So lange wollte die Ampel wollte ich. Und das hast du es aber sehr gut gemeint. Da rumfahren doch auch gerade, warum fährst du nicht? War doch. Mittlerweile haben wir 7 Unterfehlung. Hallo? Geht ihr? Das ist auch gut halt. Genau, dann fahren wir halt selbst mal durch, bin aber egal. Ich weiß nicht, der wollte aber auch nicht abbiegen, der wollte eigentlich geradeaus. Also eigentlich hätte er fahren müssen. Oh. Einmal Seiten verkehrt. Boah, was ist denn das hier? Nee, das war ich. Das ist ein KI-Bug halt.
Oh, ah, hier ist die Haltestelle. Hier sind die Läufer. Ah. Hier war das. Da müssen wir so ein bisschen Pac-Man spielen hier. Ich hoffe, dass man keinen trifft. So ein Jump-Run spielen jetzt hier. So. Und auf Ort. Okay. Okay. Das war das erste Mal. So. Jetzt einmal, genau, so. So. Was können wir noch fahren? Welche Linie können wir noch fahren? Gibt es noch eine, die wir noch fahren können? Gutes Bauen. Nein, das wollte ich nicht. Nein. Oh. Okay. SIV Mitte. Okay. Ich habe nicht. Ich hoffe, das war der richtige Route. Ich glaube, ich muss den Bus gleich wechseln. Aber ihr habt die falsche Hochdatei ausgewählt. Ich habe nicht aufgepasst. Muss ich gleich den Bus wechseln. Wir wechseln wieder auf deinen Bus. Da weiß ich ja, dass die Hochdatei mittlerweile funktioniert. Wir fahren ab Mitte. Ja. Ich hoffe, dass es jetzt funktioniert. Und AOD nicht wieder den Timetable löscht. Und Error sagt Error. Sehr schön. So, um den Lied, und Lied. Du hältst Mitte und Nordstadt, okay? SEV mit nach Nordspiel. 45 Minuten oder wie? Nein, 5 Minuten. Ach voll, 45 Minuten. Das ist nicht gewesen. Stimmt. Nordspitze, Mitte und Nordspitze. Nordstadt, Nordspitze. Achso, ich muss kurz gucken, ob ich das hier nicht. Ja, muss wieder den Bus wechseln. Aber oh, ich muss ja wieder Ton ausmachen, sonst kriege ich wieder ein Auto von GLZ an drauf. Sorry. Was ist das denn für eine Rummelmusik? Überhaupt nicht. Gott, jetzt geht es schlagern los, unglaublich. Wo stehe ich jetzt hier? Oh mein Gott.
Wer ist das Ding denn hier? Ist das die Nordspitze Bahnhof? Ich bin doch vorne, oder? Ne, das ist Mitte hier. Das ist Mitte. Ab Mitte, genau. Ach Gott. Auch noch ein Zwischenlied, ja. Sind die aus Bochum oder so, das Lied? Eieieieiei. Sag 0-0, ne? Oder? Mitte? Ne, wir fahren nicht in der Mitte, wir fahren an der Nordspitze, genau. Da müsstest du nur noch fahren. Gang nicht genommen. Da wo halten wir jetzt nur Nordstadt und Mitte und Nordstadt, okay. Ich mach gleich den Ton wieder an. Aber das geht jetzt gerade leider nicht, weil hier Musik ist und Musik nichts gut für Stream. Musik geben großen Ärger. Ist zwar schön gemacht, aber unpraktisch. Ich hoffe, wir sind die Musik gleich aus. Kann ich den Ton wieder anmachen? Ich muss dir leider sagen, dass dein Hofdatei kaputt ist. Er löscht mir nämlich immer den Timetable raus. Ich hoffe, das ist jetzt nur bei dieser Map. Wenn das jetzt wieder bei allen Maps macht, habe ich ein Problem. Muss ich wieder um sie neu installieren. Er hat einen Error oben. Sagt mir immer Error, er findet den Timetable nicht mehr. Ich hoffe, das nur auf dieser Map. Sonst freue ich mich schon wieder, dass ich wieder alles neu installieren darf. Entweder ihr habt anscheinend vergessen, den Timetable irgendwie mit einzubinden. Was auch immer das für eine Datei ist, ich habe keine Ahnung. Auf jeden Fall sagt der Timetable nicht gefunden im Steam-Ordner. Ich weiß nicht, was da fehlt, das müsst ihr wissen, aber irgendwas fehlt. Irgendeine Datei fehlt. Also ich habe ja die Hofdatei gemacht, aber ich habe vergessen, die Zeitleiste mit reinzumachen in die Map. Die fehlt. Man muss ja einmal, man gibt ja einmal die Linie ein, im Editor und einmal dann die Zeit dazu. Und diese Datei fehlt. Das kann ich glaube ich schon mit anmachen. Ja, aber ist ja blöd. Dass die Datei muss ja trotzdem gemacht werden. Weil mir sagt man die ganze Zeit ja Fehler, Error. Kann ich nicht gefunden. Ich hoffe, das gilt nur für diese Map. Das heißt, wenn es bei allen Maps gelöscht ist, wäre es natürlich echt gespart. Achso, wir fahren, wir verhalten hier gar nicht. Ja, ich weiß. Bitte Türen freigeben, dankeschön. Hallo? Es ist nicht, die Datei ist nicht vorhanden.
Gut, dann hast du vergessen, ihn reinzupacken. Ich weiß nicht, keine Ahnung. Es fehlt auf jeden Fall die Datei Timetable fehlt. Ich kann nicht nur sagen, was wir über die Sachen, das kann ich auch nicht sagen. Ich habe nämlich ja keine Zeit mehr, keine Zeitangabe, nichts mehr habe ich mehr in Offensiv, nichts. Ich kann nicht sagen, ob ich zu früh, zu spät bin, keine Ahnung, weil man kann keine Zeit mehr anschlagen. Nichts mehr. Bin ich zu früh, noch zu spät, keine Ahnung. Ich hoffe, dass wir nicht nur über dieser Seite sind. Wenn das nicht überlebt, so. Ich hab doch keinen Bock mehr drauf. Ich will nicht unbedingt alles neu machen müssen. SN 95? Das ist ja falsch. Kann doch nicht. Wo ist denn SEV hin? Das ist die 79, ja. Obi. Haben wir Obi? Ich hab doch keine Ahnung. Warum sollten wir über Obi? Blöd. Wo ist denn SEV hin? 79, 79 ist falsch. Hier geht's gar nicht. Die Linienführung. Nur spitze wird, also müsst ihr hier an die Feierabend sein, oder was? Hier war eine Info vom Feierabend, aber jetzt wieder angezeigt. Ich meine, war hier Feierabend für die SEV. Bin ich hier? Nicht schon. Aber ich zeige mir auch keine Haltestellen nicht an. Er zeigt mir weder Haltestellen noch noch Zeit noch nichts an. Alles nichts. Ich sehe weder Haltestellen bei diesem Rot, bei dieser roten Schrift noch irgendwas anderes. Bauernhof, wir sehen mal Bauernhof, hä? Bauernhof, genau das ist hier. Aber nochmal zurück, auf Nordspitze, da steht Nordspitze. Aber wir sind doch von der falschen Seite, oder? Da von der anderen Seite noch eingefallen. Nordspitze, ist hier auch nochmal dran? Fallen wir mal hier rein. Was kann hier bei hier? Es war alles richtig ausgeschildert. Ich SEV. Aber das sieht man gerade gar nicht, weil dein Hochdetektor kaputt ist. Jetzt hält man weder Zeit noch Haltestellen noch sonst irgendwas an. Ist alles kaputt, alles weg. Alles kaputt. Ich muss noch kurz testen, ob das bei allen Maps ist. Weil dann muss ich wirklich wieder auf den Quant von vorne laden. Boah, ich hab keinen Bock. Nur wieder 5 Stunden. Hallo. Muss ich wieder alles Hallo. Überspielen. Das eine Tageskarte, bitte. Einmal normal, bitte. Moment, ich halte jetzt einmal. Guck, es ist alles kaputt, alles weg. Moment, ich halte jetzt einmal. Da oben, guck. Da steht weder noch weder Zeit noch sonst was. Alles kaputt. Ja, ich kann deine Maps nicht. Ich kann deine Maps nicht benutzen so. Das geht so nicht. Ich wollte eigentlich eine Fahrkarte kaufen. Wir sollten vorher mal testen, ob das auch funktioniert, was Entschuldigung? Das geht so. Kann ich jedes Mal nach dem Stream anfangen meine Obi 19 installieren. Das geht nicht. Das geht. Hey, ich war besser nicht überfliegen. Wie war das noch? Garantiert funktioniert. SE fährt bis Mitte durch. Ich will nicht nach Mitte, ich will nach Nord. Da bin ich schon durch. Bin schon durch.
Aber er hat die Tour auch nicht beendet, ja. Aber er beendet die Tour natürlich nicht, weil er auch keine Haltestellen hat. Er hat nichts mehr drin. Von daher macht das gerade relativ wenig Sinn, hier zu fahren. Weil, es gibt wieder weder eine Zeit noch Haltestellen, die er mir anzeigen könnte. Ich will da noch irgendwie rein. Wir können hallo! Fahren, aber ohne. So, ich muss einmal. Die Map ist schön gemacht, aber wenn das noch nicht behoben ist, bringt mir das relativ wenig. Es sind in der Hofdatei weder die Haltestellen noch sonst was und noch die Zeiten angegeben. Darum erkennt Orm sie das nicht. So, jetzt teste ich noch einmal eine andere Map. Wenn das natürlich alles fehlt, dann muss ich dann leider wieder löschen. Weil das bringt mir nichts, also. Das geht nicht. Kann ich für deine Map jedes Mal alles andere wieder neu installieren. Wir machen noch eine Runde. Ich teste einmal bei Mühlbach, ob es bei Mühlbach läuft. Ob es nur an der Map lag oder ob jetzt wieder Omsee kaputt ist. Nö, liegt nicht bei mir. Es hat immer bei mir funktioniert. Das liegt an deiner Map, hallo. Ich habe deine Map installiert und seitdem geht es nicht mehr. Ich teste mal bei einer anderen Map jetzt, ob er das generell rausgeschmissen hat oder nicht. Sonst kann ich wieder Omsee wegschmeißen. Dann geht Omsee wieder nicht. Aber dann. Ja, weil du dir. Küss. Du hast die Datei Timetable auch auf deinem Computer. Ha, ha, ha. Alle anderen, die die Datei Timetable nicht auf dem Computer haben, können das nicht benutzen. Ganz einfach. Wenn du natürlich die Datei Timetable nicht mitlieferst, in den Maps-Ordner, dann, kann es nicht funktionieren, weil im Timetable sind die Haltestellen angegeben und die Uhrzeiten. Wenn du die Datei aber nicht mitlieferst, dann bringt das ganze Projekt nichts. Die musst du vor mit reinpacken. Weil sonst bringt das nichts, weil eine Map ohne Haltestellen und ohne Zeit zu fahren, das ist sinnlos. Die Datei musst du schon mitliefern, sonst bringt alles nichts. Weil die Hofdatei kann nicht auf Timetable zurückgreifen. Und wenn die Datei nicht vorhanden ist, dann bringt aber die Map auch nichts. Weil man will ja um sie fahren, um auch nach Zeit zu fahren und so weiter. Wenn das aber fehlt, dann so an sich ist die Map ja schön, aber bringt nur leider nichts. Hälfte fehlt. Da musst du nochmal ran. So, jetzt haben wir den 5-3 haben wir hier. Im Umlauf. Ja, es liegt eindeutig an deiner Map, dass die Datei Timetable nicht vorhanden ist in der Map. Die müsstest du mir nur mal mitliefern, das wäre lieb, wenn du das machen könntest. Ich weiß nicht, wo die Datei Timetable liegt bei dir, aber ich weiß nicht im Maps-Ordner. Du könntest mir bitte nochmal nachreichen. Dann können wir auch deine Map fahren. Die gefällt mir wirklich deine Map, aber die Datei müsstest du mir dann nochmal nachreichen demnächst. Nur die Hofdatei alleine reicht nicht. Da muss auch irgendwo eine Datei Timetable irgendwie sowas mit dabei sein. Gibt's eine Datei überhaupt? Ich habe keine Ahnung. Timetable, gibt's sowas? T-
Teil, mein Gott, wie viele Teile gibt's denn? Im Mid-Ordner habe ich die, okay? Aber warum, bei mir erkennt er sie, da, Timeline. Da fand ich diese Timeline, Punkt, PRT, nee, Timezone, oder Timezone, eins von beiden. Oder Timezone, was ist das? Oder Timetable? Ich hab keine Ahnung, irgendwelche, auf jeden Fall irgendeine Datei sagt, da fehlt. Soll ich dir mal sagen, welche Datei genau fehlt? Müsst ihr das nochmal genau wissen? Ich habe jetzt nicht, ich hab nicht genau drauf geachtet. Dann können wir das eben noch machen. Die ist irgendwie nicht mitgeliefert, ich weiß nicht warum, keine Ahnung. Wurde nicht verknüpft, vielleicht ist sie im Ordner mit drin, aber hat keine Verknüpfung zur Hofdatei, kann auch sein. Das weiß ich nicht, woran es liegt. Bei mir geht's ja, weil du die Verknüpfung schon drin hast, weil du die Datei benutzt. Aber wenn man das einfach so rüberlädt wie ich, hat man die Datei nicht. Oder der erkennt die Datei nicht. Da muss irgendeine Verknüpfung fehlen, die nicht mitgeliefert wird. Da wird irgendeine Datei nicht, oder Verknüpfung oder was auch immer, wird da nicht mitgeliefert. Und darum hat man da keine Zeit und kein Ding drin. Ich kann denen immer sagen, wie die genau heißt, die Datei im Moment. Kommen Sie einmal neu starten, das dauert mir jetzt zu lang hier. Oder macht das jetzt? G, Grundorf. Ich kann dir sofort sagen, wie die Datei ist, Moment. Ich hoffe, er macht das jetzt, ohne mich abzuschmieren. Oder muss ich auch die neue laden? Ich weiß noch nicht. Was haben wir denn? 20 Minuten einmal noch. Dummli-dai. Der Bus kann nicht darauf zugreifen, dass es beim Bus das fehlt, ich weiß es nicht, keine Ahnung. Das System kann jeweils nicht auf diese Timetable-Dings da bla Dateien zugreifen. Ja, wir müssen auch einmal neu starten, Moment. Nein. Tschüss. Einmal neu laden, ich sag dir noch einmal, wie die Datei heißt und dann mach ich auf Feierabend für heute. Da du ja nicht, mir nicht sagst. Oder weißt du, welche Datei dir fehlt, welche nicht verknüpft wird, ich weiß es nicht. Raten kann ich nicht, Chris. Oder weißt du, welche Datei das ist, wo du nochmal nachfragen musst, warum das nicht funktioniert? Du, ich kann deinen Bus auch nicht kaufen hier, der wird nicht angezeigt hier. Sehr bekloppt. Grundwurf ist falsch, du musst den anderen Grundwurf benutzen. Dann wird das nichts. So bescheuert. Aber wo ist der Bus?
Er ist lieber. Er muss die Datei jetzt rein. So, die haben wir ersetzen. Bei Chris habe ich die schon ersetzt. Facelift ersetzen. Dem ersetzen. Ersetzen, mein Gott. Da waren wir. Ja, ersetzen. Ich lasse den einmal mit dem App heißen und dann mache ich Feierabend. Dann habe ich genug für heute. Ich lasse den einmal mit der Datei heißen, die er mir als Fehler ansagt, die er nicht erkennt. Ja, wenn es dann planen würde. Hört. Wie geht's mit X? Wie war dein Tag? Kommst du gleich auch mit rüber zu Weltenbruch oder streamst du weiter? Oder streamst du selbst besser gesagt? Entweder ist Chris eingeschlafen und arbeitet in einer anderen Datei oder ist nicht mehr. Aber egal. Mach gleich so Feierabend. So, kann ich aber sagen, wie die Datei heißt? So. Die Datei heißt OMS2Textur does not exist. Mehr steht da leider nicht. You haven't set your timetable yet. Kann auch gerne mal ein Screen machen oder so. Manchmal mache ich ein wunderschönes Bild davon. So. Mal ein. Er kann auf die Timetable-Datei nicht greifen. Warum auch immer, keine Ahnung. Das müssen. Time. Beauty. Dann machen wir auch wieder auf Schluss. Machen wir noch eine kleine Tour in Mühlbach oder so. Würde ich vorschlagen und dann ist Feierabend. Dein scheint offen eingeschlafen zu sein. Dein hört LP. Hat wahrscheinlich wieder die Nacht durch. Mühlbach. Wir machen dies eine Runde. Alles auf. Machen wir dies da, genau. Habe ich lange nicht mehr gemacht.
der Schicht. Also ich bin nur. Im Nerd fängt auch später an, okay. Aber ich hoffe, wir werden Bruch wenn pünktlich an, hoffe ich mal einfach. Also, er wird eine E-Mail geschrieben, okay. Ah, okay, oder so ganz verschieben, okay. So viel Glück. Wie viel hast du? Nein, wie viel hast du denn? Oh, du hast 1000 geschafft, okay. Aber dann hoffe ich, dass der Weltenbruch pünktlich anfängt heute. Sehr schön. Machen wir das wirklich mittlerweile so? In T, googelt. Machen wir das mittlerweile so? Ich würde mich mal interessieren. Aber ich glaube, noch nie gelesen. Oh, alle Fische weg ist. Ja. Fängt gut an heute. Oder endet gut. Okay. Nicht gleich. Weiter. Hier die Fonts spielen. Das ist richtig? Keine Ahnung. Ich bin 6 immerhin. 1000 Was kommt bei dir? Bei dir kommt ein Moderator, oder? Oder kommt bei dir, hast du auch einen eigenen Text mittlerweile? Nur einen Spruch. Ja. Hier funktioniert der Timetable auch wieder. Auch schön. Ordentlich wieder laden, Omni. Wir haben keine Zeit. Omni. Und ich will mal gerne wissen, warum man dieses Starting All immer macht. Obwohl ich das nicht eingestellt habe. Da konnte ich sofort von Anfang alles laden. Wieder. Ich verstehe auch. Okay, du hast nur einen Moderator drin. Nichts eigenes. Schade. Wollte ich jetzt nicht rein. Doch. Hätte ich mich eben bewegen können. Erste
Lüfter gefällt mir schon besser. Aber ohne Timetable. Ohne Timetable. Zeitlos. Nächste Haltestelle. Was ist der Zeitlos? Dieselstraße. Jungfrau. Auf den Map kann man ja doch den Kurs rennen. Ich hoffe, da fehlt hier eng gleich. Die Reifen sind da kaputt, das ist. Okay. Aber es ist dann der Felslift, warum hat er kein Felsding? Das will ich absehen. Häng dich ab. Das ist aber minimal, oder? Was ist? Kann ich ja nicht automatisch, dass er das immer macht? Oder ist das bei den Bussen nicht, nur dass die sich automatisch absenken? Das ist nur mal persönlich so. Ah, jetzt. Das wollte ich schon immer fragen. Ist das bei den Bussen normal? Ist das im normalen Regelverkehr nicht so, dass sie sich absenken? Automatisch, immer mit? Das ist echt nur, wenn Leute Hilfe brauchen dafür. Oder ist das normal, was immer? Ich war so sehr im Bus, ich hab keine Ahnung. Da wollte ich die ganze Zeit, da wollte ich schon immer machen, dieses Felsding an. Weil dafür ist der Felsding gar nicht da, dass man abfängt, also. Nehmen Sie noch die Autobahn hier. Ich habe die Autobahn-Map ausgesucht. Kein anderer fährt auf die Autobahn, wo wir wieder. Oder was ist das? Hui, ein wunderschönes Mann. Macht er wieder irgendwie Updates? Och nö, auch nicht. Abgeschmiert diesmal. Nö, hat noch einen Hänger. Wir warten. Dies Welt.
Ich will. Ich will. Komm wieder rein. Ein wunderschöner Hänger. Oh, moin, moin. Moin, moin. SM. Nee, Smetana, das. Oder so, die das, oder? Das war mal wieder ein langer Hänger. Eigentlich lange nicht mehr. Guten Tag, wie geht's? Wie steht's? Ja, Diktatur, LP. Was für ein Ding, wie geht's? Wie steht's? Wie geht's? Wie steht's? Wie war dein Tag? Jetzt wissen wir es, ob wir kurz fragen. Jetzt wissen wir es. Moin Moin, Xen. Jetzt wissen wir es alle. Ob wir kurz fragen, der Diktator. Jetzt hast du dich verraten für alle Ewigkeiten, ob wir kurz fragen. Moin Moin, die Zoom HD. Ist natürlich schade, dass jetzt alle rüberkommen. Weil wir gleich Schluss machen, aber schön, dass ihr noch da seid. Nächste Haltestelle. Wie geht's, wie steht's? War euer Tag. Oh, Pokémon Server down. Oh, 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 schrecklich. Hey, was hat denn? Nächste Haltestelle. Mit 17 Fischen tretet unser Kursfahrer an. Wird er es überleben oder nicht? Werden seine Pinguine heute Abend noch einen Armbrot bekommen oder alles verschleudert? Fahren Sie mehr in 2 Minuten. Bleiben Sie dran. Weiter geht's mit Musik. Dankeschön fürs Folgen. Dankeschön. Nein, die Fische haben nie überlebt. So, heute nicht. Oh, sehr optimistisch, oder? Achso, wir sind wieder voll bis oben. Oberkant, darum geht's. Hä, wir können noch 2 Leute aufnehmen, hallo? Hilfe, was ist das? Hilfe?
bitte Türen freigeben, dankeschön. Oh, den Kuss an. Hätte so sorry, das ist unglaublich. Warum sie kurz warten, das tut mir echt leid. Stell mir die Zeit vor. Warum? Wir sind ja pünktlich. 0-0. Oder was meinst du? Warum die Zeit vorstellen? Ich bin doch relativ pünktlich. 0,5. Früh, aber das geht doch, oder? Oder was meinst du gerade? Müssen Zeit vorstellen? Höhen. Stell mir die Zeit vor, welche Zeit? Die reale Zeit kann ich nicht vorstellen. Warum sind wir pünktlich? Wir sind bei 1 Minute zu früh. Aber bis wir da sind. Oh, sind wir 2 Minuten zu früh, okay. Jetzt können wir die Zeit vorstellen, jetzt hast du recht. 2 Minuten ist ein bisschen sehr viel. Da können wir die Zeit 1 Minute vorstellen. Wollen wir den letzten Punkt hier reinlassen? So, schön absehen. Auf. Und wieder hoch mit dem Bild. Die Tür freigeben, dankeschön. Dass ich genau 0-0 habe, das kann ich. Da muss ich ja rechnen. Weil wir müssen halt warten, bei 0,8 wie viele Sekunden sind das? Sind das 50 Sekunden so, ja, oder? Aber jetzt sind wir doch bei 0. Nächste Haltestelle. Recht 0-0, also. Beutelstraße. Das passt. Ich würde mich freuen, wenn ihr gleich um 18 Uhr mit rüberkommen würde nach Weltenbruch. Ich würde mich total darüber freuen, wenn alle mitmachen würde bei dem Raid. Das finde ich toll. Wenn ihr gleich um 5 Uhr anfängt zu streamen mit dem Webcam, würde dann alle rübergehen. Da würde ich mich total freuen, wenn ihr mitmachen würdet. So ein kleiner Raid. Moin Moin, Sternpapa. Ja, würde ich mich ja sehr freuen, wenn ihr gleich mit rüberkommt, wie gesagt. In 5 Minuten, wenn ihr Tour hier zu Ende ist, gehen wir alle rüber. Ich würde mich freuen, wenn ihr willkommen. Life is Gensch ist heute dran bei Weltenbruch. Ein tolles Spiel. Bitte Türen freigeben, dankeschön. Wie geht's euch jetzt, Sternpapa? Wie ist das Wertebefinden? Nächste Haltestelle. Lehrberg. Ihr Hauptbahnhof sind. Bitte alle aufsteigen und die Wertsachen und Gepäck bitte liegen lassen. Dankeschön. Nächste Haltestelle. Heilerstraße. Was? Heilerstraße? Achso, ich habe vergessen weiterzufallen. Darum auch. Nächste Haltestelle. So, jetzt zeige ich noch einmal den Fahrplan und so weiter. Wer pünktlich geschafft. Oh, ich habe noch Moment, ich mache noch einmal kurz. Ja, ich wechsle jetzt auf. Wir wechseln nicht mit dem Weltenbruch. Ich würde mich freuen, wenn ihr alle mitmachen würdet jetzt. Wenn sobald Weltenbruch die Webcam anmacht, dass wir rübergehen.
Würde ich mich total freuen, wenn ihr mitmachen würdest. Würdet. So. So. Auch gut. So. Ne, er hat noch seinen Pre-Stream an, okay. Müssen wir noch kurz warten. Aber in letzter kann ich ja schon um sie einmal hier beenden. Einmal Gang raus. Einmal warten, bis alle draußen sind. Viel Spaß, Chris. Bei mir geht's auch gut, dankeschön. So, machen wir Türen zu. Gang raus, Motor aus. Elektronik aus. Mal auf 0-0. So. So, Elektronik aus, das aus, so. Wunderbar. Beauty, danke ich mich auf jeden Fall fürs Zuschauen für heute. Ich werde dann morgen weitermachen. Wir gehen jetzt am besten alle rüber zu Weltenbruch, würde ich mich total freuen, wenn ihr mitmachen würdet. Ich habe keinen Spaß dabei, wobei? Was? Wobei? Achso, beim Einkaufen oder was? Ja, Einkaufen, okay. Okay, Spaß bei Einkaufen habe ich auch nicht 100% am Ende. Ist auch schön. Was haben wir denn? 10 Haltestellen bei Einnahmen, 0 Euro wollte leider keiner. 3,8 Kilometer gefahren, Fahrgastkauf 100%, Fahrschein verkauft, eben nichts. Fahrstil 12,85 insgesamt 100%. Wunderbar. Dann ein Fenster weiter, einmal die Einnahmen noch und dann hoffe ich, dass ihr mit jetzt alle mit rüberkommt. Ja, ich da schließe mich an, ich habe auch keinen Spaß an sowas. Oh, ich bin auch ins Restaurant gegangen, nicht gut. 342 Euro, 95 Euro, 942 als Rangbonus, Sprit vor 49,3. Oh, ich habe wieder 1000 verloren, also heute bin ich echt arm. So, ich lasse euch auch noch Pinguine an, wenn ihr noch weiterspielen wollt, könnt ihr gerne weiterspielen. Ansonsten würde ich mich freuen, wenn ihr jetzt alle mit rüberkommt. Oh, moin moin, der Busfahrer 01. Willkommen zum Abschiedsteam, also für heute. So, jetzt schauen wir mal, dass er da irgendwie online kommt bald. Um 8 bis, wir haben nur 3 Minuten, okay. Wir haben nur 3 Minuten Zeit, dann kann ich noch fragen, wie geht's dir so, Busfahrer 01. Ich würde mich freuen, wenn da gleich alle. Sobald die Webcam bei Weltenbruch online geht, das freien würdet. Also wenn die Webcam an ist, erst bei Weltenbruch. Das wird so ungefähr demnach sein, so ungefähr. Heißt, wenn wir noch 3 bis 5 Minuten haben wir noch. Aber bitte dann erst da eingeben. Nicht vorher, erst dann. Bei Weltenbruch. Ich bedanke mich auf jeden Fall fürs Zuschauen, für die ganzen Follower heute. War immer wieder erfolgreich. Jo, und hoffe, ihr habt noch einen schönen Abend bei Weltenbruch. Ich bin natürlich dabei. Und bedanke mich nochmal und bald.